in jeder zweiten Ecke irgendeine Sackratte sitzt, weil er sagt, ich könnte den ja töten in der Ecke und dann krall ich mir mal eben sein Dogtag. Hat man hier nicht. Weil hier geht's eigentlich nur darum, Waffe holen, weglaufen, Leute töten, nächste Waffe holen. Und nein, nicht Whiteout. Ja. Gut, die Bestenliste ist eigentlich Wayne. So, Lobby-Bestenliste sieht, wir haben 3 Spiele bisher. Naja, ne? 3 Spiele ist doch. Jawohl. Also ich spiele den Modus eigentlich auch nicht so oft. Ich habe den, das ist jetzt wie gesagt das zweite Mal oder das dritte Mal. Ich weiß echt nicht, ob ich das schon mit euch gespielt habe oder nicht. Ich meine aber, ich hätte es nicht mit euch gespielt. Deswegen kommt jetzt auch die dritte Runde. Weil vor allem, die gehen so schnell. Also, wenn man nicht viel Zeit hat zum Zocken und man sagt, ich möchte aber jetzt noch so 2-3 Runden zocken, Team Deathmatch dauert im Normalfall 10 Minuten. Abschluss bestätigt, bis auch bei ungefähr 10 Minuten. Und hier bis jetzt, keine Ahnung. Lass mich lügen, ich glaube 5 bis 10 Minuten bist du eigentlich auch dabei, aber 10 Minuten ist dann schon verdammt lange. Aber hier haben wir halt auch die gleiche Pistole wie jetzt gerade eben. Ich weiß gar nicht, welche Pistolen es alle gibt für den Anfangsmodi. Anfangsmodi ist ja falsch. Also für den Start, welche Startpistolen es alle gibt. Bloß nicht voll drauf zulaufen, sondern eventuell auch mal außen rum. War bis jetzt ja immer relativ erfolgreich. Wenn wir es denn nicht gerade verkacken. Wir liegen in Führung. So, war nicht viel beschwächt. Also der hat gar nicht geschossen. So haben wir uns nämlich schon mal eine Waffe gesnackt. Und unsere Teammates nochmal versorgt. Aber es gibt ja eh keine Punkte dafür, wenn ich Waffen snacke. Und man könnte halt Demütigung erzwingen. Upsala. Natürlich, ich hasse einen Raketenwerfer. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal eine neue Waffe holen oder so eine alte Waffe wollte ich auch nicht holen. Weil kam halt Gegner. Scheiße. Mein Raketenwerfer ist auch weg. Vielleicht kriege ich noch eine? Ich glaube eher nicht. Ah, doch. Ich habe aber keine Ahnung, welche Waffe ich jetzt aufgenommen habe. Ja, das ist halt immer so ein Glücksspiel. Die Frage ist auch, wenn ich jetzt gerade nicht den Raketenwerfer aufgenommen hätte, hätte ich die beiden wegsnacken können. Meine Tendenz geht zu ja. Weil, ist nun mal so, ne? Hier sind da ein paar Gegner, komm schon. Mein Gott, wen habe ich denn jetzt da gemacht? Da war einer. Okay, auf den habe ich auch geschossen. Aber er hatte nun mal das Thermalziel, oder? Ich nicht. Lauf du mal ruhig hin und her. Wenn einer von hinten kommt, bringt er. Natürlich komme ich nicht aufs Dach hoch. Ist das nicht schön, wenn man nicht aufs Dach hochkommt? Danke. Für die Waffe. Wir haben die Führung verloren, geht ja mal gar nicht. Nein, ist die Waffe scheiße. Da ist die Waffe wirklich scheiße. Und dann kam eine Sau von hinten. Ja, was soll man machen? Also. Jetzt weiß ich auch, warum er mich gerade nicht gekillt kriegt mit der Waffe. Oh, was habe ich denn jetzt Feines? Ich glaube, ich habe die weggebracht.
Und da hat mir wieder den Arsch gerettet, weil ich dachte, ich kann mit dem Zielfernrohr ein bisschen spielen. Dem war aber nicht so. Ohne Spaß, das gibt's nicht. Jo. Ohne Spaß, das gibt es nicht. Ich habe den mindestens zweimal im Kopf geschossen. Und die Sau steht immer noch. Ich hasse den Pussymod. Huh. Natürlich. Aber wir haben mal die Waffe hier, die er fallen gelassen hat. Wo kommt der denn schon wieder her? Kannst du mal direkt kicken, mein Freund. Oh yeah, der war doch mal nice, oder? Einfach mal nach oben gezielt und schön geneift. Problem ist, ich habe keine Munition mehr. Das ist natürlich das größte Problem an dem Mod. Wenn man einfach mal keine Munition mehr hat. Und nicht unbedingt eine Waffenkiste in der Nähe. Natürlich. Da hat mir zwar einer danach den Arsch gerettet, aber was will man machen? Er hat mir nicht den Arsch gerettet, er hat sich nur die Waffe von mir gesnackt. Meine Güte, ey, 10 Schüsse sind so wenig. Immerhin noch einen Assist bekommen. Und eine neue Shotgun. Und eine neue Shotgun, yay. Hochmotiviert Shotgun sagen. Geht eigentlich nicht. Oh, immerhin ein One-Hit-Kill. Also das hatte ich bis jetzt in der Shotgun auch noch nicht. Ich bin sogar schon mal mit einer Shotgun einem 5 Schüsse habe ich in den Arsch gejagt. Und es hat nicht gereicht. Oh. Double-Kill. Kill mit der Shotgun. So, 3 Schüsse in den Arsch gejagt. Unglaublich, aber wahr. Und das kriege ich als nächstes, richtig. Ein Raketenwerfer. Erstmal daneben schießen. Jo, was ab, Digga? Genau, er schießt auf mich und ich messe erstmal daneben. Es ist unglaublich, was ich gerade schon wieder für einen Müll zusammenspiele. Was habe ich denn jetzt? Ich dachte schon, ich habe... Doch, ist ein Sniper. Warum? Mann, ich hasse Snipern. Und warum musste da so eine Sackratte dann von gegenüber kommen? Und warum habe ich den schon wieder nicht getroffen mit dem Messer? Ups. Habe ich jetzt gerade echt einen Double Kill gemacht? Okay, so erfolgreich war die Map jetzt nicht, aber... Ne, ich habe nur einen Kill gemacht, schade. Double Kill wäre natürlich viel cooler gewesen, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Vor allem nur 11 zu 10. Ich hasse die Map ja sowieso. Aber ist keine Ausrede, dass wir jetzt gerade nur mit 11 zu 10 gewonnen haben. Also mit 11 zu 10 als Spieler abgeschlossen. Aber das einzige Problem, was ich halt sehe, man kann in diesem Mod nicht unbedingt viele Erfahrungspunkte machen. Weshalb wir jetzt auch erstmal die Lobby verlassen und ich euch mal gucke, was wir hier noch so Schönes haben. Suchen und retten kennen wir schon. Ja. Herrschaft kennen wir noch nicht. Na komm, zeigen wir mal noch eine Herrschaft. Ich glaube, das kennen wir. Ich glaube, Herrschaft gibt es aber im Moshpit-Mod. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Von daher lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und spielen dann 2 Runden Herrschaft. Ist ja okay, finde ich. Falls nicht, tut es mir jetzt gerade leid, dass ihr das ertragen müsst. Aber man muss ja mal alles zeigen. Also,
Wie gesagt, ich werde im späteren Verlauf auch fast nur noch auf Hardcore setzen. Es werden natürlich einige Standard-Matches noch dazukommen, weil im Hardcore-Modus gibt es halt nur Team Deathmatch, Search and Rescue und ja. Und Abschluss bestätigt. Ansonsten hat man da nichts. Ich verstehe auch nicht warum. Aber es ist nun mal so, dass man da halt einen G3-Modus hat. Und ja. Ist alles ein bisschen nervig. Aber ich glaube, das müssen wir erstmal so hinnehmen. Warum habe ich jetzt schon wieder einen Truppenpunkt verdient? Alter. Wie oft muss ich den denn noch treffen? Genau, genau. Weißt du, ich schieß dem Kerl fünfmal Kugeln ins Gesicht. Er trifft mich zweimal und ich bin tot. What the fuck? Wie oft denn muss ich den Kerl noch treffen? Alter, das ist unglaublich scheiße, was ich gerade mache. Na, er ist meins Wasser. Vor allem, ich prügel mich jetzt nur mit diesem einen kleinen Drecksack. Und ich verstehe es nicht. Ah, ich hab keine Satcom-Blocker. Ja, natürlich. Ich spring erstmal wieder genau da raus, ohne Satcom-Blocker. Na komm, ich pack das Ding jetzt gleich weg. Oh mein Gott, es hat mal geklappt nach 50.000 Versuchen. So. Keine Ahnung, wo die ganzen Leute herkommen auf einmal. Boah, es gibt das nicht. Das gibt's echt nicht. Ich wollte die Dreckswaffe wegpacken. Die ist im Standard-Modi einfach nix. Wobei ich gehe davon aus, die Bison ist im Standard-Modi auch nicht so prall. Wir haben die Führung verloren. Das muss ich aber ganz stark durchhaben. Das ist sowieso meine Lieblingsmap hier. Natürlich, ey. Immer aus dem Nichts werde ich abgeknallt. Vor allem, ich brauche echt 300 Kugeln pro Gegner. Und die Leute brauchen, glaube ich, die brauchen echt nur 5 Kugeln für mich. Das gibt's doch gar nicht. Ja, fuck you, bitch. Natürlich liegt dann aber so ein verficktes IMS da, oder was ist los? Jetzt haben sie auch noch einen Juggernaut. Alter, Alter. Ich habe schon 9, 10 Tode. Wir verlieren C. Wir haben Charlie verloren. A gesichert. Der Feind hat Bravo. Der Feind hat C. Du bist ein kleines Sniper-Sau. Wo bist du? Fuck you, bitch. Wir verlieren Alpha. Ohne Spaß. Ich hasse Herrschaft. Ja, Hauptsache da sitzen 3 Sniper. Was los? Natürlich. Bravo wird gesichert. Ja, was soll ich jetzt machen? Kommen da 3 Raketen geflogen und du machst da einfach nichts gegen. Du sagst einfach nur, fuck you.
Jetzt kommt schon wieder ein Heli, sag mal. Was geht denn hier ab mit den Kerlen? Diesen ja, ich sag's nicht. Diesen Dreckscamper. Unten rechts. Ich habe einen Bewegungsmelder noch hier, ne? Genau, ich habe einen Bewegungsmelder. Ah. Flash rein. Natürlich, was? Wozu habe ich eigentlich einen Bewegungsmelder, wenn er nicht funktioniert? Ja, mein Team interessiert das manchmal mit B. Weißt du, wir haben B, wir haben B und das interessiert mein Team. Ja, ich will die zwei Abschüsse kriegen. Diese Koffer, die sind so nervig. Aber sie geben halt immer, wenn man... Natürlich, ich drücke auf hinknien, ja? Und er kniet sich erst hin, nachdem ich den Drecksack abgeschossen habe. Ich brauche Raketenwerfer, ich weiß nicht. Boah, ohne Spaß, ich versuche dem Kerl den Arsch zu retten und was macht der? Er rettet mir nicht den Arsch. So, ich habe ein Sniper-Gewehr, ne? Da ist zwar noch nichts drauf, aber scheiß was drauf. Ich bin zwar nur beim Sniper, aber was soll's denn wissen? Mein Team kriegt nichts gebacken. Soll ich dann. Soll ich man hier alleine was reißen? Vor allem, ich habe 9 zu 19. What the fuck? Ja. Ich habe eine Granate als Secondary. What? C wird gesichert. Genau. B wird gesichert. Das erste, was draufkommt, ist das Thermalziel in der Schnauze voll. Bravo gesichert. Und erstmal wieder baden gehen, weil es so schön ist. Eins, zwei. Und tschüss. Oh, ich hab hier kein. Ja, komm, Hündchen, beiß mich. Ah, du bist gar kein. Du bist von uns. Ich dachte schon. Ohne Spaß. Meine Fresse, bin ich gerade schlecht. Verbündete SATCOM-Aktiv. Wir verlieren Bravo. Ja, mit Bravo kann ich jetzt nicht helfen. Da war doch gerade einer, oder bin ich doof? Da waren sogar zwei. Volltreffer. Wir verlieren Bravo. Zweite Sau. Okay, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn auch gesehen. Und tschüss. Sniper-Kunst. Warum da hier kein einziger meiner Teammates ist, kommen da bestimmt gleich ein Gegner rein. Ich wollte gerade sagen, sollen wir wetten, aber...
Also, schon wieder. Wo seid ihr, Schweinchen? Okay, da ist einer, aber den kriege ich jetzt von hier aus sowieso nicht. Meine Stats, die sind so pornös. 12 zu 21. Wir verlieren diesen Kampf! Feindliche Satcom gesichtet! Wir verlieren B! Wir haben Bravo verloren! Ohne Spaß. Ohne Spaß, der Bah! Die waren doch definitiv Two Hits. Aber irgendwie waren es dann doch keine Two Hits. Ich fresse hier gleich irgendwen auf. Feindliche Oracle, Vorsicht! Vor Oracle bin ich natürlich geschützt mit meinem blinder Überwacher. Nur vor der Sat komme ich. Und ich finde. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Gegner. Wir messen hier. Oh yeah. Also das lohnt sich dann schon mal definitiv mehr wie gejagt. Weil wir haben jetzt ungefähr genauso viel Punkte gemacht wie jetzt gerade bei gejagt beim letzten Spiel. Und das war schon eine verdammt schlechte Runde hier jetzt. Also die war richtig gut, die Runde. Aber okay. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Vor allem, wir müssen erstmal die Dinger hier ändern. Stalker brauchen wir nicht. Inkognito. Totenstille brauchen wir in der Theorie eigentlich auch nicht. Hardliner könnten wir mal mitnehmen. Linder Überwacher können wir mitnehmen. Das könnten wir uns noch hier von eins nehmen. Und hier nehme ich halt immer gerne Elite-Spieler. So, wir bräuchten eigentlich nur Unterstützung. Und ja, lassen wir das mal so. Weil die Munitionskiste brauche ich eher nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich nehmen sollte. Jetzt habe ich natürlich keine Aufsätze mehr. Habe ich keinerlei Aufsätze für die Sniper gekauft. Aber hier bei Overlord zu snipen. Überleg. Lohnt sich das? Es gibt schon ein, zwei Stellen, wo man sich hinstellen könnte mit einer Sniper. Ja. Aber ob die jetzt wirklich viel bringen, lassen wir mal hingestellt. So, nehmen wir mal mit. 1050 Punkte. Haben oder nicht haben. Natürlich. Ja, komm, wir werfen einfach eine Flash da rein. Warum? Weil wir es können. Alter. Wer hätte mich denn jetzt gerade schon mit abgeschossen? Natürlich! Und alles nur, weil ich so schön am Bluten war. Boah, ich hasse diese Waffe. So, ab auf die Bison. Könntest du mal irgendwer das Panzerrohr wegnehmen? Das nervt.
fragen, von wo schießt denn deine Sau? Bravo wird gesichert. Du kannst nur genau... Boah, das gibt's doch nicht. Hat das Ding keinen Radius? Wahrscheinlich nur, wenn man unten drunter steht oder was los. Der Feind hat A. Das fängt gerade ab. Ich kann mal wieder nichts gebacken kriegen. Ja. Boah, und dann habe ich auch noch hier so einen verfickten Bewegungsmelder, der eh nicht funktioniert. Boah, das gibt es nicht ohne Spaß. Du läufst irgendwo hin und schon stehen da wieder drei Leute vor dir. Und dann kommen sie von hinten und von vorne und von links. Ich hasse diesen Modus. Jeder Arsch kann mich nicht schießen, nur ich nicht. Boah, lad doch mal schneller nach. Der funktioniert eh nicht. Alpha gesichert. Wir haben Charlie verloren. Der Feind hat C. Na komm raus da. Wo ist denn der hingelaufen? Boah. Ich sag da nichts mehr zu. Das ist mir jetzt gerade echt zu doof, ey. Schlechtigkeit spiele. B wird gesichert. Alter, ohne Spaß. Ohne Spaß jetzt. Also der Modi, der bringt mir kein Glück. Oh, Alter. Satcom-Verbindung aktiv. Wow, ich hab mal wieder einen Gegner getötet. Oh, und dann auch gleich zwei. Wir verlieren Bravo. Wir haben B verloren. Der Feind hat Bravo. Verbündete Satcom aktiv. B wird gesichert. Komm schon. B gesichert. Mach uns bereit. Ja, stimmt ja, ich habe ja sogar dieses komische mehr Schaden über Dauer an. Genau, der dreht sich um und tötet meinen Wachhund. What the fuck? Können wir denn so schnell B verlieren? Warum habe ich kein Maniac bekommen, verdammt? Das ist jetzt... Ja. Ach ja. Ich gebe es auf, ohne Spaß. Boah, fressen, fress ihn auf, ohne Spaß. Dass der Kerl mich auch töten kann, obwohl ich weiß, wo der steht, oder was ist los hier? Ohne Spaß. Das ist meine Güte. Ich glaube, ich sollte wieder anfangen zu snipen. Ja, wir sterben einfach mal. So, Sniper. Sniper raus, einfach mal snipen. Wie gesagt, es gibt nicht viele Stellen. Nur ein oder zwei. Und da, wo man snipen kann, bringt es eigentlich hier nichts, aber. Wir verlieren Alpha! Feindliche Orkel! Wir verlieren Alpha! Wir haben A verloren! Der Feind hat A! Wir können es ja mal probieren mit dem Snipern. Du kommst auf den Stein nicht drauf. Das wäre viel zu schwierig für den Charakter. Der kann überall drauf, nur nicht auf den Stein. Unglaublich. Mal wieder. Wir verlieren B. Wir haben. Das ist viel. Interessanter. Was machst du, Idiot? A wird gesichert. Wir verlieren B.
Ja, da oben war doch... Oh, ohne Spaß. Ohne Spaß. So inkompetent ist das. Also... Nennt man Inkompetenz pur. Was anderes fällt mir jetzt gerade echt nicht ein. Nein, rein da, rein da! Ohne Spaß, kletter doch in dieses verfickte Gebäude rein. Wir haben A verloren. Der Feind hat A. Also ich hol A jetzt nicht noch einmal. Ihr könnt mich mal, meine Freunde. Ja. Scheißegal, ob ich es hole oder nicht. Ich sterbe trotzdem. Genau. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Idiotismus habe. Mit drei Leuten sitzen die da und mein Team kriegt sich mal gebacken, mit zwei Leuten ein Ding einzunehmen. Unglaublich. Unglaubliche Inkompetenz pur. Ey. Meine Fresse. Ey. Das bringt hier eigentlich gar nichts auf der Map. Ich glaube, ich lass es. Ja, wie gesagt. Also Herrschaft ist nicht mein Motto. Wo ist denn der auf einmal hin? Wie ist denn er bitte da vorne rausgeklettert, obwohl der an einem anderen Fenster stand? Das Spiel verarscht mich nach Stück und Faden. Ja, genau. Ach, verzieh dich hier. Hinlegen, fliegen bleiben. Wir verlieren, Tom. Eingenommen, Positionen verteilt. Satcom bereit. Schneller, schneller, das muss alles schneller gehen. Wir verlieren Alpha. Der Feind hat Alpha. Ich bin am Versuften. Am Versaften, meine Güte. Was für eine Waffe? Gute Frage, nächste Frage. Natürlich. Wir sind nur bei minus 12 Punkten. Nein, sind wir bei minus 13. Kein Problem. Wir verlieren B. Wir haben B verloren. Der Feind hat B. Komm schon. Ich muss ohne Spaß, man muss allein einen Punkt sichern. Wie inkompetent ist dieses Team eigentlich? Dass jedes Bambini-Team besser als dieses inkompetente Team. Natürlich, da steht man zweiter. Wir haben A verloren, wir verlieren Schaden. Fick dich. So, ich glaube, ich habe jetzt auch gerade mittlerweile genug geflucht, ja. Ich versuche aus dem Fenster zu klettern, aber ich bin zu dick und bleib erstmal hängen. So komme ich mir zumindest gerade extrem vor. Echt jetzt? Ich wollte gerade sagen, der Penner kommt da echt nicht hoch. Ich stehe draußen und kämpfe mir ein Fest. Ich bin so aufgeregt, dass ich jetzt sogar meine komplette deutsche Sprache vergesse.
Ohne Spaß. Ohne Spaß. Non. Ein Vorteil hat es bis jetzt, habe ich meine Halsschmerzen komplett vergessen. Das geht sogar eigentlich.